Sie haben noch eine alte Heizung in Ihrem Haus und auch die Fassade und die Fenster sind sanierungsbedürftig? Dann ist unsere Videoserie Die Sanierer für Sie interessant. Heute beschäftigen wir uns mit dem Austausch von Fenstern und Türen. Ziel ist es, unser Beispielgebäude zu einem hocheffizienten Haus zu sanieren. So profitieren Sie nicht nur von geringen Betriebskosten, sondern können auch die Fördermittel der Bundesförderung für effiziente Gebäude nutzen. Los geht's! Nicht nur durch eine ungedämmte Fassade entweicht Wärme am Gebäude, sondern auch durch schlecht isolierte Fenster. Durch Einfachfenster geht bis zu 70% mehr Wärme verloren als bei modernen Modellen. Mit einem einfachen Test können Sie überprüfen, welche Fenster bei Ihnen verbaut sind. Halten Sie dafür einfach ein Feuerzeug vor die Fensterscheibe, dann sehen Sie bei einem zweifach verglasten Fenster 4 Spiegelungen der Flamme. Von den 4 Flammen auf dem Glas ist eine verfärbt in grün, lila oder rot, wenn es sich um eine Wärmeschutzverglasung handelt. Heutiger Standard bei Fenstern ist eine Dreifachverglasung. Dabei werden 3 einzelne Scheiben miteinander verbunden. Auf einer Seite der innenliegenden Scheiben ist zusätzlich eine Wärmeschutzbeschichtung aufgebracht. Kommen wir nun zu verschiedenen Fensterarten und Fensterrahmen. Hallo Frau Pentner, freue mich, Sie zu sehen. Hallo Herr Tim, schön, dass Sie da sind. Was kann ich Ihnen helfen? Das ist ein Verbundfenster. Welche Fensterarten gibt es noch, Herr Tim? Es gibt noch Kastenfensterkonstruktionen und Isolierglasfenster, wobei die Isolierglasfenster die am weitest verbreitetsten sind, mit ca. 90% am deutschen Markt. Das ist ein Holzrahmen. Welche Alternativen gibt es denn noch, Herr Tim? Ja, es gibt noch Fenster aus Kunststoff, Fenster aus Aluminium in der Werkstoffkombination Holz, Aluminium und Stahl. Diese unterscheiden sich natürlich in ihrer Wertigkeit. Aluminium auf der Außenseite ist hoher Witterungsschutz, aber auch im Preis. Die Kunststofffenster sind die günstigsten Fenster. Dann kommt Holz, Holz, Aluminium, Aluminium und am teuersten ist das Stahlfenster. Herr Tim, Sie haben uns ein Modell mitgebracht von einem Holz-Aluminium-Fenster, damit wir uns das besser vorstellen können. Erklären Sie doch mal bitte. Wie der Name schon sagt, eine Werkstoffkombination auf der Innenseite Holz und auf der Außenseite im Witterungsbereich eine Aluminiumschale. Damit ist das Fenster von Witterungsschutz her das beste Fenster, was man sich vorstellen kann. Und dadurch, dass das Holz nur noch auf der Innenseite ist, kann man es in seiner natürlichen Art darstellen und hat damit also optimale Gestaltungsmöglichkeiten, es auch an den Innenausbau anzupassen. Was ist denn der Vorteil von einem Holz-Aluminium-Fenster gegenüber normalen Holzfenstern? Der Witterungsschutz durch die Aluminiumschale außen. Ein normales Holzfenster verwittert außen, sollte alle 2 Jahre gepflegt werden und dann alle 6-7 Jahre einen Renovierungsanstrich bekommen. Muss man alte Fenster immer austauschen oder gibt es auch andere Möglichkeiten, Herr Tim? Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Man kann Fenster auch sanieren und auch energetisch ertüchtigen dabei. Also der typische Anwendungsfall für eine Ertüchtigung energetischer Art sind Kastenfenster, die hier häufig in Denkmalschutzobjekten eingebaut werden, aber auch in hochwertigen Villen, wo die Bauherren unbedingt ihre alten Kastenfenster haben wollen. Wir sehen hier auf der linken Seite ein altes Fenster, wie es verwittert ist, und das gleiche Fenster hier auf der rechten Seite, was saniert wurde und dabei auch wärmeschutztechnisch aufgebessert wurde durch Dichtungen und auch alternativ die Möglichkeit besteht, den Innenflügel mit einer Isolierverglasung zu versehen, um das Wärmedämmverhalten nochmals zu verbessern. Auch die Haustür sollten Sie bei Ihrer Planung nicht vergessen. Historisch waren Haustüren häufig viel niedriger und hatten weniger Glas und ließen damit weniger Licht ins Innere. Heute haben wir ganz andere Ansprüche an Türen, zum Beispiel an die Barrierefreiheit. Deswegen sind moderne Haustüren heute viel breiter. Für den Austausch von Fenstern und Türen sollten Sie ungefähr eine Woche Zeit einplanen. Sie können in dieser Woche in Ihrem Haus wohnen bleiben. Lediglich die Ertüchtigung von Bestandsfenstern vor Ort dauert etwas länger. Die Kosten für den Austausch der Fenster hängen von der Art des Fensters und des Rahmens ab. Wir haben uns jetzt mit der Dämmung und dem Austausch der Fenster beschäftigt. Zu einem energieeffizienten Haus gehört aber mehr, zum Beispiel die Heizungsanlage. Da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel getan und entwickelt. Mehr dazu erfahren Sie in Folge 3 von Die Sanierer.